Eine Sprühladung Wandfarbe, dann ein Regen aus winzigen Styroporkügelchen. Fertig ist der schneebedeckte Baum. 2500 Tannen müssen die Maler des Europaparks schaffen. Chefdekorateur Stefan Hercher will wissen, wie weit sie sind. Nur noch ein paar Tage, dann öffnen sich die Tore für die Wintersaison. Es geht einfach um die Atmosphäre. Wenn wir die Bäume in Weiß im Park haben, das fühlt sich oder irgendwie schon kälter an. Durch das Weiß, es ist mehr weihnachtlich. Wenn die Bäume in Grün wären, dann sieht es aus, wie wenn sie das ganze Jahr so dastehen. Aber man kommt so rein und man hat das Gefühl, jawohl, es ist Winter, es ist Weihnachten, es ist kälter. Jeden Morgen gibt es Nachschub. Dann sind die Schneetannen im Zelt getrocknet. Stefan Herrer, hallo Theo. Der Chef ist schon weitergeeilt. Täglich legt er viele Kilometer zurück. Denn der größte Freizeitpark Europas erstreckt sich über 95 Hektar. Das sind mehr als 130 Fußballfelder. Überall wird geschraubt und gebohrt. Der Park hat 3600 feste Mitarbeiter, darunter viele Handwerker. Auch wer sonst etwa an der Kasse oder an den Achterbahnen arbeitet, hilft jetzt mit, die Anlage zu schmücken. In der Lagerhalle steht noch einiges, was in den nächsten Tagen in den Park muss. Stefan Hercher verschafft sich einen Überblick. Er ist noch ein wenig schlapp. Und über diesen Weihnachtsmännern steht noch die alte Halloween-Deko. Durch das, dass wir nur 3 Wochen Zeit haben, um den ganzen Park von Halloween auf Weihnachten umzudekorieren, fahren wir natürlich Halloween-Dekorationen raus und bringen im Gegenzug dann die Weihnachtsdekoration rein. Es bleibt einfach nicht genügend Zeit, um die Halloween-Sachen sofort zu versorgen. Auch Ihnen läuft die Zeit davon. In wenigen Tagen muss die große Dinnershow stehen. Allein sie kostet ab 111 Euro pro Person. Im Winter sind Attraktionen im Warmen besonders wichtig. Die Künstler bereiten gleichzeitig 15 unterschiedliche Vorstellungen vor. Ian Jenkins muss all das koordinieren. Vor allem die Dinnershow bereitet dem Entertainment-Chef derzeit Sorgen. Die Arbeit mit den Artisten klappt gut, aber mit der Technik gibt es noch einige Probleme. It's a lot of work. Das ist eine Menge Arbeit. Wir haben dieses Jahr eine sehr große Show mit einer Liveband. Wir haben Lichtinstallationen, wir haben Videos und großartige Künstler aus aller Welt. Das müssen wir zusammenfügen. Ich bin mir sicher, dass die Show super wird. Aber die Zeit, wir werden nicht viel Schlaf kriegen. Während die Künstler proben, arbeitet auch die Schneiderei unter Zeitdruck. Sie muss die Kostüme für die neuen Shows entwerfen und nähen. Die Chefin Nadine Trautmann kämpft mit dieser Perücke, doch das Material ist sperrig. Ich versuche mal eine Latex-Perücke, die haben jetzt heute gekriegt, ein bisschen Form geben. Denn ja, sie müsste ein bisschen besser aussehen, sagen wir. Und es ist schwierig. Auch dieses Kostüm ist eine echte Herausforderung. In ihm muss die Tänzerin an einer Parade auf Segway-Rollern durch den Park teilnehmen. Der Rock soll die Technik verdecken, ohne dass die Fahrerin darüber stolpert. Draußen wird es derweil immer weißer und tatsächlich kommt ein wenig Weihnachtsstimmung auf. Eigentlich soll auch hier bald echter Schnee liegen. In diesem Zelt wird seit Oktober Kunstschnee hergestellt. Doch bei den frühlingshaften Temperaturen der letzten Wochen hat die Maschine nur halb so viel geschafft wie erwartet. Vieles kann Stefan Hercher planen, doch auf das Wetter hat er keinen Einfluss. Dabei ist es wichtig fürs Geschäft. Dann würde man auch schon mal auf den Feldberg fahren und Schnee holen. Und wenn alles nichts ist, dann müssen wir so eine Attraktion auch mal zulassen, bis es wieder genügend Schnee hat. Immerhin, das Riesenrad ist fast fertig. Doch womit keiner gerechnet hat, die Terrorangriffe von Paris stellen die Macher vor neue Probleme. Erste Gäste fragen an, kann der Freizeitpark für ihre Sicherheit garantieren? In der nächsten Folge mehr.